Sascha war richtig. Dein Leben endet hier. Nicht, wenn deins zuerst endet. Der mächtige Simurgh, Beschützer Persiens, hat uns verlassen. Doch falls unsere Gegner diesen Umstand ausnutzen, werden sie sehen, dass die tapfersten Krieger des Reiches ihr Untergang sind. Vor 30 Jahren flog der göttliche Vogel Simurgh zu mir und vertraute mir die Führung unseres Volkes an. Heute möchte ich, Tomiris, Königin von Persien, eure Treue und euren Mut würdigen. Waran, du und deine Truppen habt das Königreich erneut gerettet. Khasan, Prinz von Persien. Tritt vor, Sargon. Die Kunde deiner Taten eilt dir durch das ganze Persepolis voraus. Nimm diese königliche Schärpe als Zeichen unseres Danks. Sargon, der Rashabar, der schwarze Wind, der alles hinwegfegt. Ich habe diesen Namen nicht gewählt. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe nichts auf solchen Aberglauben. Der Wind trägt auch die Saat der kommenden Ernte. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Sargon. Danke, Prinz Khasan. Kein Grund für Förmlichkeiten. Wir sollten uns bei einem weniger offiziellen Anlass besser kennenlernen. Wie du wünschst, Khasan. Khasan. Das
Das Schwertgefuchtel war nicht nur zur Schau. Anahita, was ist hier los? Sargon, wer war das? Habe ich da Anahita gesehen? Ist sie beteiligt? Ja, ist sie. Zweifellos. Waram, sammle deine Truppen. Ihr brecht sofort zum Berg Kaf auf und rettet Prinz Hassan. Ardashir und seine Soldaten sind unterwegs. Wir brauchen jede Hilfe. Wir enttäuschen euch nicht, Majestät. Findet ihn. Findet meinen Sohn.
Unsterblicher. Dein Leben endet hier. Das habe ich schon mal gehört. Sterblich. Der Tod ist dein Schicksal.